Hallihallo. Ja, seit einigen Wochen nimmt mein Sohn sein Mittagessen von zu Hause mit in die Schule und er liebt Nudeln genauso wie ich. Ich versuche aber immer mal unterschiedliche Soßen ihm dann auch mitzugeben und heute mache ich die Brokkolisahne-Soße oder Brokkolisahne-Creme oder Brokkoli-Creme, wie immer ihr es nennen möchtet. Die kann ich auch portionsweise ganz gut einfrieren, sodass ich sie über Nacht auftauen lasse und dann morgens nur noch erhitze und ihm dann halt eben mit Nudeln, Reis, Kartoffeln etc. mitgeben kann. Ja, und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Also, ihr gebt im ersten Schritt ca. 35 Gramm Parmesan in den Mixtopf und verkleinert ihn für 3 Sekunden auf Stufe 8. So, den Parmesan, den füllt ihr jetzt erstmal um. Und das würde ich euch auch immer raten bei Rezepten, wo ihr im ersten Schritt im Thermomix Käse zerkleinern sollt und anschließend irgendwas andünstet oder anschwitzt, auf jeden Fall den Mixtopf kurz durchwaschen mit klarem Wasser, sodass ich keine Käsereste auf dem Boden habe, weil die sonst ganz böse und übel anbrennen können und das ist nicht so schön, die wieder sauber oder den Mixtopfboden dann wieder sauber machen zu müssen. Also einmal mit Wasser durchspülen. So, jetzt gebe ich 60 Gramm milde Zwiebel dazu. Ihr könnt rote Zwiebel nehmen oder halt eben eine milde weiße Zwiebel und ich habe in meinem Fall eine kleine Knoblauchzehe dazu getan oder ihr nehmt eben zum Beispiel einen halben Teelöffel Knoblauchpaste, nur die ist mir ausgegangen, die muss ich jetzt auch erst wieder neu machen. So, das zerkleinert ihr für 3 Sekunden auf Stufe 5. Gebe ich mir so ein bisschen von den Mixtopwänden runter. Dann gebe ich 15 Gramm Butter dazu. Ihr könnt auch Öl nehmen, wenn ihr das lieber möchtet. Und werde das Ganze für 2,5 Minuten bei 120 Grad und Stufe 1 andünsten. So, dann gebt ihr eure übrigen Zutaten bis auf den Käse hinzu. Und zwar sind es 200 Gramm Brokkoliröschen. Da habe ich ja, einen Brokkolikopf genommen und habe die ziemlich mit ganz wenig Stiel den Brokkoli abgeschnitten. So, das sind ungefähr 200 Gramm. Ich habe mir auch noch ein bisschen was zum Garnieren übrig gelassen. Aber das ist wirklich dann nur für die Deko. Dann kommt dazu ein halber Teelöffel Pfeffer. Halber bis dreiviertel Teelöffel Salz. Ein gehäufter Teelöffel Gewürzpaste für Gemüsebrühe oder entsprechend dann ein knapper Brühwürfel. 130 Gramm Wasser und 130 Gramm Kochsahne oder Sahne. So, und das kocht ihr jetzt ein für 9 Minuten auf 100 Grad und Stufe 1. So, jetzt gebt ihr als letzten Schritt einfach nur noch euren zerkleinerten Parmesan dazu und püriert euch die Soße für 30 Sekunden auf Stufe 8. So, fertig ist mein Söschen. Ist echt super, super lecker. Hier oben seht ihr auch ein Foto, wie das dann mit Nudeln zum Beispiel aussieht. Ja, ich hoffe auch, eure Kinder werden begeistert sein, wenn ihr das mal kocht für sie. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut einfach auf kinderleichtkochen.com mal vorbei. Auf meinen Facebook-Seiten, gerne in meinem Shop. Lasst ein Abo da, einen Daumen hoch. Ich freue mich über all das. Herzliche Grüße, eure Sandra.